Brains. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei Plants vs. Zombies Garden Warfare. Und ich spiele heute mal mit dem Paläontologen. Weil Feuer. So, und mal schauen, wie das dann so klappt. Mit dem guten, da ist doch schon ein Kaktus, der abgeschossen werden möchte. Der sich hier revanchiert. So nicht, mein Freund. So nicht. Feuerschaden. Aber irgendwie habe ich ihn auch nicht gekriegt. Da hinten kommt er wieder. Aua. Da müssen wir schnell mal eine Heilstation hier hinmachen. Zack. Und dann gehen wir mal hier ein bisschen Unterstützung beschwören. Nichts Tolles, aber mal ein bisschen Zombies extra. Schadet alles nicht. So, der Kaktus ist jetzt schon wieder am Pölen, habe ich das Gefühl. Wo ist er denn, der Kaktus? Wir schmeißen mal ein bisschen Zeug hier runter. Da hinten steht er doch. Ich sehe ihn doch, genau. Da brennt er schon wieder. Und irgendjemand ist in meine garstigen Leopardenteile gelaufen. Irgendwie hat er mich ja gerade beschossen hier. Wer war denn das? Ich höre mich nicht mehr. Ich komme nicht zurecht. Eine Drohne. Ah. Nee, Drohne wollen wir nicht. Aua. Ja, ich sollte vielleicht mal wieder jemanden erschießen hier, wa? Da ist der Kaktus wieder. Der Kaktus, dein ewiger Feind. Da sind jetzt mehrere Kakteen. Brenne! Burn, burn, burn. Ich mache heute ganz schön mit den Minen was hier. Und ich bin noch nicht gestorben. Aua. Jetzt sind wir ja noch mit. Würden wir noch mit komischen Samen oder was auch immer das sein soll. Ich lebe aber noch. Ich lebe noch. Noch bin ich im Spiel. Und werde mich furchtbar rächen. Ja, die Erbsenkanonen sind Zukunftskakteen und da hinten ist auch diese blöde Sonnenblume, die mir eben den Tag vermiest hat. Ah, jetzt nicht mehr. Der Kaktus. Aua, aua, aua. Ah, nee. Wo ist der Kaktus? Da ist der Kaktus. Ah, da ist eine Erbsenkanone. Ja, und die hat mich gesehen, scheiße. Aua, aua. Da ist sie. Stirb! Friss Feuer! Jo, noch ein Schuss. Oh, bis jetzt läuft es ganz gut. Wir nehmen zwar nicht ein, aber wir töten ein paar Sachen. Die Sonnenblume. Jawoll, die war unser. So, da hinten wird geschossen. Das ist, glaube ich, der Zukunftskaktus. Aua, aua, aua. Was ist denn jetzt schon wieder los? Aua, aua, aua. Nein, 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 nein. Aua. Und da hat er mich da tatsächlich, obwohl da noch ein Kumpel von mir war, der Sack. Dämlicher Idiot. Grrr. Eine schöne Serie.
Dass ich das mal sage. Ich hatte eine Serie. Na, gut. Die Vollautomatik-Erbse. Und ist wieder die Sonnenblume. Und hat mich auch schon... Ah, oh, diesmal hat sie mich erwischt. Nein, es war sogar ein Tarnkaktus. Ja gut, das war natürlich ein Spot, wenn da ein Tarnkaktus unterwegs ist. Dann bist du schnell mal hin, ne? Wenn du da auch stehen bleibst, so wie ich. So. Aber. Ist da einer? Nee. Ich soll da auch da hinkommen. Ich fand ja hier die. Das ist gar nichts. Aber wir müssen jetzt auch mal langsam in den Garten. Und einnehmen. So ist dieser dämliche Tarnkaktus. Das ist erstmal eine Drohne. Ja, komm, geh in den Garten. Ja, ach, du willst Heilung. Ja, bitteschön, bitteschön, bitteschön. Nur für dich, mein Freund. Ah, der Zukunftsschrott. So, es könnte sein, dass ich jetzt auf lauter... Ah, ne, wir sind drin. Wir sind im Garten. Wollen wir mal schnell ein bisschen schnelle Zombies. Das haben wir jetzt natürlich total irgendwie... Ich habe es eben noch gesagt, wir müssen jetzt langsamer, aber... ist die MG-Erbse auch schon wieder unterwegs. Komm hier, bleib bei uns. Aber wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Wir haben die Basis erobert. Komm, beleb mich wieder. Jawohl. Julietta. Und dann kommt direkt mal Kornschlag und der Schnapper. Der Vampirschnapper. So ein Ärger. Julietta muss schon wieder beleben. Dankeschön, Julietta. Finde ich gut. So muss das sein. So. Hier wird sich um die Drohnen gekümmert. Vielleicht machen wir es jetzt beim nächsten Garten mal ein bisschen anders. Irgendwie versuchen wir mal ein bisschen mehr auf den Garten selber uns zu fokussieren. Denn das ist ja eigentlich das Ziel des Spiels. Ne? Garten einnehmen. Hier kommt ein Schnapper. Das ist doch der berüchtigte Vampirschnapper. Die Sonnenblume. Ah. Ja, ich halte auch nicht so viel aus. Gegen zwei ist es immer ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen, wenn man so gut trifft wie ich, eben den Vampirschnapper. Ach, Julietta. Ah, Entschuldigung. Irgendwie habe ich das Gefühl, die läuft hinter mir her. Müsste doch nicht die sein, ne? Ich hoffe, es ist eine die. Bei dem Namen. So, da ist eine Drohne. Kriege ich die von hier? Unwahrscheinlich. Naja, von hier. Unwahrscheinlich. Der Vampirschnapper ist auf der rechten Seite. Das ist schon mal gut. Der wird jetzt weggetackelt. Wir machen mal hier ein bisschen Heilung für unseren All-Star. Da ist der Vampirschnapper. Der wird jetzt erstmal in Brand gesteckt. Hier sind Erbsenkanonen unterwegs. Ja, Vorlage haben wir gekriegt. Noch ein bisschen Mine. Ah, schade, ich wollte noch zwei Minen rausholen, bevor ich abgeschossen werde. Aber wir haben das Ziel erobert. Und Chiskus 4LPL. Dankeschön. Dafür stelle ich mal direkt eine Heilung hier hin. Oh, mir juckt die Nase. Fürchterlich. Irgendwas fliegt wieder rum. Und stört mich. Ey. Nix da.
Hier wird nichts getötet. So, sind sie schon wieder da drüben und schießen vom Schiff. Ja, da sehe ich sie auch schon wieder. Die Erbsenkanone kommen raus. Ah, sind sogar noch mehr. Und kriegen das sogar hin. Ah, der hat den Tarnkaktus. Der Tarnkaktus. Ja. Aber möge ein Fußsoldat sich drum kümmern. Möge ein Fußsoldat sich drum kümmern. So. So, wir kümmern uns nämlich um den Garten. Habe ich eben auch schon gesagt und bin da nicht kein einziges Mal drin gewesen, aber... Naja, wir sind ja Unterstützer mit unserer Klasse hier, ne? Unterstützer. Ist hier irgendwie in der Ecke? Ist da? Ah, alles schon tot, sehr gut. Topfpflanzen müssen auch mal bezwungen werden. Da oben ist noch eine Erbsenkanone, die möchte auch in Brand gesteckt werden. Da ist ein Kaktus, der kriegt auch erstmal Feuer. Und was war das jetzt? Das war die Eiserbse, mit der ich mich da gebettelt habe. Selbst Topfpflanzen kriegen mich weg. Ja, auf Distanz. Gruselig genug. Na gut, aber ich find's witzig. Ah, jetzt haben wir wenigstens einen Meeresbiologen hier dabei. Die sollen ja nicht so schlecht sein, habe ich gehört. Die Meeresbiologen. Na, holst du uns einen Zombie? Nein, er holt uns keinen Zombie. Dann mache ich das mal. Ich hole uns mal hier so ein Klo. Weil Klos rocken. So, so Eiserbsen. Du musst jetzt dann... Nix da. Eine Bohne kannst du direkt mal stecken lassen. Und... Ah, oh, was war das? War es der... Es war der Vampirschnapper. Ich hab's doch fast schon gerochen. Da wollte ich mal einen Trick auspacken und werde eiskalt von so einem Vampirschnapper. Na, was heißt Trick? Hier, Klos für die Welt. Ohne Klos geht die Zivilisation eh am Popo. Stirb! Ey, wie viel hält die Erbse denn da aus? Die brennt die ganze Zeit und stirbt nicht. Fürchterlich. Das kann doch nicht wahr sein. Und hier, so, zack, Kaktusstrom ist zerstört. Aber habt ihr es gerade gesehen, wie viel diese Kackerbse da ausgehalten hat? Alles hier schön in Brand stecken. Oh ja, was gäbe ich jetzt für einen Elektriker? Der hätte hier seine wahre Freude dran. Hier ist ein Kaktus, der muss dringend weg. Ich muss hier erstmal nachtanken. Kann nicht mehr voll reinfeuern jetzt. Nein! So. Aber jetzt. So wieder nach oben. Und der Spot war gar nicht so schlecht da hinten. Wir haben auch nur noch eine Minute. Bronnet, Brand. Aber hier ist überall Stachelkraut. Ah, Zukunftsschrott, oder? Jawohl, ja. Aber das Frontschwein belebt uns wieder. Ja, super. Frontschwein, du musst aber auch an die Front. An die Front mit den Frontschweinen. So, kann man sich hier rüber teleportieren? Ja, kann man. Einnehmen. Heilung. Ah, Mist. Da war die Bohne von Paradoxe 17. Und das sieht schlecht aus, Leute. Das sieht schlecht aus. Kein Teleport. Keiner im Garten. Oh, oh. Und vorbei, oder? Ja, nein. Mann, 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 Mann. Das war so gut. Schade. Die Runde hat echt Spaß gemacht. Auch nur 6600 Münzen. Na gut, bei zwei Gärten nur ist es verständlich. Ah, da war mehr drin. Da war mehr drin. Ja. 9 Kills. Hm. Chaos Storm mit 21 voll weit vorne.
Die längste Serie hat hier, das war glaube ich der Kaktus, ne? Ovaloche, der Tarnkaktus. Sei ihm gegönnt, sei ihm gegönnt. Aber wir holen uns ein Sticker-Pack. Nehmen wir mal hier so ein Zombos Down-Ding. Da habe ich glaube ich, nicht alle Ausrüstungen. Sternenüberspringer, Drachenmäulchen ist immer gut. Unheilspilze mag ich auch voll gut. Hängemattenkopf, super. Ausgestorbener Triceratops und Punk mit Band. Yeah. So 80er-Style. Geil. Gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Quali. Have fun. Tschüss. Yeah.